Ich grüße alle ganz herzlich unserer Nachmittagversammlung unter dem Thema Dinge, die man nicht ändern kann. Wir wollen gemeinsam singen Lied 241. Ich bin durch die Welt gegangen. 241. Ich möchte uns einen Abschnitt lesen. 1. Korinther 4, 1 bis 6. Dafür halte uns jedermann für Christi Diener und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Nun sucht man nicht mehr an den Haushaltern, denn dass sie treu erfunden werden. Mir aber ist ein Geringes, dass ich von euch gerichtet werde oder von einem menschlichen Tage. Oder auch richte ich mich selbst nicht, denn ich bin mir nichts bewusst, aber darin bin ich nicht gerechtfertigt. Der Herr ist aber, der mich richtet. Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr komme, welcher auch wird ans Licht bringen, was im Finstern verborgen ist, und den Rat der Herzen offenbaren. Alsdann wird einem jeglichen von Gott Lob widerfahren. Solches aber, liebe Brüder, habe ich auf mich und Apollos gedeutet um euretwillen, dass ihr an uns lernet, dass niemand höher von sich halte, denn geschrieben steht, auf dass sich nicht einer wider den anderen um jemands Willen aufblase. Bis dahin. Wir wollen beten, soweit es geht, uns dazu erheben. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen auch für diese Nachmittagsstunde. Rede du zu uns, du weißt, was wir brauchen. Gib unserem Bruder Kraft und Vollmacht. Amen. Wir setzen uns wieder und hören gleich auch auf die Botschaft. Die Heilige Schrift sagt ja relativ eindeutig bezüglich dieser Zeit, wo wir drin leben, wir nennen es ja Endzeit, kann man jetzt streiten, ob das biblisch ganz in Ordnung ist, die letzten Tage, auf jeden Fall die letzte Phase, bevor die Wiederkunft Jesu geschehen wird und was dazugehört. Die Bibel sagt uns eindeutig, dass der Herr Jesus kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Die Bibel sagt schon auf den ersten Versen des ersten Mosebuches,
dass Gott Licht und Finsternis trennt und dass die Nacht die Finsternis zu dieser bösen Sache des Abfalls des Teufels gehört. In Daniel 12 sagt dann die Bibel, das alles muss ausreifen, da muss etwas passieren. Und wenn wir jetzt so ein bisschen um uns rum die Zeit ansehen, was hier passiert, dann müssen wir sagen, es ist wirklich Nacht. Es ist Mitternacht. Es ist schlimme Zeit, wie es noch nie eine gab. Und jetzt ist halt die Frage, wie reagiert jetzt ein Gläubiger, der Herr Jesus erlebt hat, der Vergebung der Sünden hat, der wiedergeboren ist zu einer lebendigen Hoffnung, der wirklich gerettet ist und brennendes Herz für den Herr Jesus hatte oder hat, wie reagiert er darauf? Und ich denke, dass hier etwas passiert ist, was ungeheuer ist. Ich habe das Reich Gottes jetzt jahrelang beobachtet, sowohl kirchgeschichtlich die Wurzeln, wo es herkam, in den einzelnen Bewegungen, als auch die Bewegungen, was sie heute tun. Und man ist ja immer so, wenn man sagt, hier ist die Emerging Church, dort sind die Charismatiker, dort ist Synkretismus, ist alles nicht falsch. Aber das Entscheidende, was mir aufgefallen ist bei allen diesen Dingen, ist die Tatsache, dass die Gläubigen auf diese Endzeitzustände eigentlich mit einer falschen Vorstellung reagieren. Und zwar, weil sie glauben, das ist mir aufgefallen, dass wir diese Dinge, die prophezeit sind und die von Gott her auch zugelassen sind, vielleicht sogar in manchen Punkten als Gericht angeordnet sind, weil sie glauben, dass man das ändern kann. Und ich möchte einfach mal festhalten, es gibt Dinge, die können wir nicht ändern. Die werden wir nie ändern können, da haben wir keinen Einfluss drauf. Und diese Dinge, das ist das, was im Hesekiel 28 und im Jesaja 14 geschrieben steht, die Urkatastrophe, der Abfall des Teufels, der ihren Schirm in der Cherub war. Das ist nicht zu ändern. Das heißt, in diesem Universum haben wir den lebendigen Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, dessen eingeborener Sohn sich für die Menschen geoffenbart hat, der die Ewigkeit verlassen hat, wo er beim Vater in ungetrübter Herrlichkeit, nicht nur in gleicher Gottheit, sondern in der letztendlich auch der gleichen Gestalt, wie Gott der Vater war, er offenbart sich. Aber genauso ist in diesem Universum einfach die Tatsache, dagegen ist der Gegenspieler. Das heißt, der Teufel ist einfach eine Realität. Und ich habe festgestellt, manche Gläubige leben, wie wenn es der Teufel nicht geben würde. Das heißt, wir können nicht ändern, dass hier ein Gegner ist. Wir können auch 1. Mose 3 nicht ändern, dass der Sündenfall passiert ist. Dass Adam in Sünde gefallen ist. Jetzt müssen wir festhalten, es ist der Prototyp gestorben, geistlich, nämlich der Adam. Wenn man 1. Mose 3 genau untersucht, stellt man fest, dass der Sündenfall nicht eingetreten ist, als Eva in die Frucht biss, sondern als Adam in die Frucht biss. Und jetzt kommt das Problem. In Adam starben alle, sagt Römer 5,12. Da sind alle tot. Jetzt wird der geistliche Tod praktisch über den Mann übertragen. Das heißt, jeder Mensch, der geboren wird, auf natürlichem Wege, das sind alle, hat diesen geistlichen Tod in sich. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, den ich nicht ändern kann. Ich kann nicht ändern, dass der Teufel da ist als Gegenspieler. Ich kann nicht ändern, dass der Mensch eine Sündennatur hat. Und die kann man auch nicht verbessern. Die ist einfach da. Und diese Sündennatur, wie die sich auswirkt, sieht man in 1. Mose 4 bei Kain und Abel schon sehr deutlich. Man sieht auch bei den Nachkommen Adams, wie dieser geistliche Tod sich sofort sogar potenziert. Das heißt, die werden immer schlimmer, gell? Dann sagt einer, wenn Adam siebenfach gerecht wird, ich 77-fach. Das heißt, du merkst einfach, da ist ein Potenzial an Bösartigkeit durch diesen Sündenfall in diese Welt hineingekommen. Ich möchte einfach festhalten, sie ist da. Sie ist da, beim Menschen generell, und sie ist auch da, beim wiedergeborenen Gläubiger in seinem Fleisch. Das heißt, wir können einfach nicht so tun, als wäre der Mensch lieb, als wäre der Mensch gut. Wir können da nicht so tun, als hätten wir keinen Todfeind, der uns letztendlich vernichten will und zwar in die Hölle bringen will, mit wo er selber hin muss, nämlich der Teufel. Das ist einfach Fakt. Nächster Punkt, der gehört auch zu diesem Szenario, 1. Mose 6. Da sagt die Bibel etwas, das man auf den ersten Blick theoretisch immer bejaht. Aber die Frage ist, wie reagiere ich darauf? Wir werden das nachher sehen. 1. Mose 6, Vers 3. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht für immer mit dem Menschen rechten, denn er ist ja Fleisch.
so sollen seine Tage 120 Jahre betragen. Vers 5 bis 7. Als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten, die Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde, und es betrübte ihn in seinem Herzen. Und der Herr sprach: Ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen, vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln des Himmels, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Die völlige Verderbtheit des menschlichen Fleisches ist einfach Fakt. Jetzt sage ich es mal, entscheidender Punkt. Ich kann in dieser Endzeit nicht versuchen, eine heile Welt aufzubauen, fromm. Ich kann auch nicht versuchen, durch bestimmte geistliche Ansätze diese Fakten zu neutralisieren. Es geht nicht. Ich habe das immer am Hals. Ja, ich habe gestern mit dem Horst Oettershagen diskutiert, lange, wir haben lange uns ausgetauscht. Wo kommt letztendlich das her, was heute uns begegnet im geistlichen Rahmen? Warum ist eine Christenheit, die einmal erweckt war, die ein brennendes Herz hatte für den Herr Jesus, warum sind hier Bewegungen, führende Leute, wirkliche wiedergeborene Führer dieser Christenheit, warum fallen die alle ab? Was passiert hier? Also alle jetzt in Erführungszeichen. Warum geschehen so schreckliche Dinge? Und ich denke, dass das mit dem zu tun hat, ein Gläubiger, der nicht im Geiste wandelt, der letztendlich im Fleische lebt, der wird genauso schlimme Dinge tun wie ein Ungläubiger. Wenn jetzt der Zeitgeist, der sich ja laut Bibel völlig verändert, indem die Gesetzlosigkeit der Normalzustand wird, wenn der jetzt stärker auf ihn einströmt, dann strömt es auch stärker auf uns Gläubige ein. Und durch das alles bekommst du plötzlich Dinge, wo du nicht naiv darauf reagieren darfst und so tun, als wäre das nicht so. Wir haben den Teufel, der uns ergreift, wir haben die Sündenatur, wir haben den Sündenfall, wir haben eine völlige Verderbtheit des Fleisches, wir haben diesen geistlichen Tod. Und ich sage es jetzt einmal ungeschützt, wenn schon ein Paulus, der für mich nach dem Herr Jesus wohl der geistlichste Mensch auf dieser Erde war, obwohl auch nur ein bekehrter Sünder, wenn er in Römer 7, Vers 18 schreiben muss: Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Da muss ich einfach ganz normal feststellen, und wir haben das ja schon gesehen, wie zwei Parallellinien laufen, bei Kain und Abel, nämlich Religion und das wirkliche Opfer Jesu, da muss ich einfach feststellen, dass auch bei den Gläubigen, je mehr die Endzeit fortschreitet, je mehr dieser Zeitgeist der Gesetzlosigkeit, das heißt diese Finsternismächte, von Gott her zugelassen werden, dass es schlimmer wird. Und jetzt kommt das Problem: Ich kann das alles nicht ändern. Ich kann jetzt keine heile Welt aufbauen, indem ich bestimmte Lehrfragen, bestimmte ethische Fragen hochstilisiere und praktisch so tue: Wenn du mir zustimmst und auch so lebst, dann hast du das eliminiert. Nö. Das ist immer da. Bei jedem von uns. Und es wird der Kampf sein, bis wir die Augen schließen oder der Herr Jesus wiederkommt. So lange wird das gehen. Und wenn man das verdrängt, und das ist mein Eindruck bei ganz vielen Gläubigen in der Endzeit, wenn man das verdrängt, dann kriegst du plötzlich, wie soll ich es nennen, eine Parallelwelt. Die ist unendlich fromm, die hört sich auch gut an, aber wenn du ein bisschen kratzt an der Oberfläche, dann kommt genau das Gleiche heraus wie bei der Gottlosigkeit, wie bei der Lauheit, wie bei einem geteilten Herzen, ist alles da. Also das ist jetzt die große Frage: Wenn ich manche Dinge einfach nicht ändern kann, wenn ich dem ausgesetzt bin, und die Bibel beschreibt es, dass in der Endzeit verstärkt auftreten wird, wie will Gott, dass wir reagieren? Und das soll das Thema für heute sein. Es gibt Dinge, die ich nicht ändern kann, aber was muss ich tun? Ganz praktisch, um abzuwehren. Wir gehören ja zu denen Leuten, sonst wären wir nicht auf dieser Konferenz, die Lukas 21, 36 erleben möchten, dass sie diesen Dingen entfliehen. Ist keine Frage, sonst wären wir nicht hier. Es kommen ja die jetzt etwas, das können wir einfach nicht beeinflussen.
In Epheser 2, 1 bis 3 sagt die Bibel eigentlich relativ einfach, wie die Sündenatur wirkt und wie der Teufel auf die Sündenatur einwirkt, wie er das macht. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, da steht nach dem Lauf dieser Weltzeit, also dieser geistliche Zeitalter, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches unter Gedanken taten. Wir waren von Natur Kinder des Zorns. Das heißt, ich habe jetzt plötzlich etwas, was ein Wilhelm Busch nicht hatte, was ein Hudson Taylor nicht hatte, was ein Paulus nicht hatte, was die ganze Generation vorher nicht hatten. Und zwar die Bibel sagt hier, es ist so, dass der Teufel über die Gedanken des Fleisches beeinflusst. Ich habe jetzt plötzlich eine Situation von der Technik her, von den Medien, von der Veränderung des Menschen, das bewirkt, dass der Teufel plötzlich eine Basis hat, die er vorher nicht hatte, dass er nämlich Gedanken massiver beeinflussen kann, wie zum Beispiel bei der Situation beim Hudson Taylor in China. Natürlich hat er ihn auch angegriffen in Gedanken, aber es gibt plötzlich Medien, das ist alles normal. Das heißt, der Dreck dieser Welt und die Sünde und dieser Zeitgeist, der wird jetzt produziert auf breiter Ebene. Es ist doch nicht so, dass die jetzt alle verrückt geworden sind, dass plötzlich alles, was die Bibel an sexuellen Praktiken verbietet, plötzlich zum Normalzustand erklärt wird. Es ist doch nicht so, dass man zum Beispiel die Kinder einfach normal abtreibt und tötet. Das kommt doch nicht aus dem hohlen Bauch. Das kommt doch woher? Wieso ändert die gesamte Welt, egal was das für Religionen sind, egal was das für Menschen sind, egal für eine Kultur, sage ich mal, die ja bisher nur Bremsfunktion teilweise hatte. Warum spielt das alles gar keine Rolle und schlägt auf der ganzen Welt durch? Jetzt haben wir das erste Mal universell. Und darum wird die Gesetzlosigkeit überhand nehmen. Das ist der Beweis auch für die Endzeit. 1967, als die Endzeit explodiert ist, wurde der erste Satellit hochgeschossen, durch den wir die ganze Medien überhaupt haben. Vorher hätte es keine gegeben. Und jetzt kommt plötzlich ein Problem, dass das alles völlig normal ist. Das heißt, wir werden von Dingen beeinflusst. Wenn wir jetzt so tun, wenn es keinen Teufel gäbe, wenn der Sündenfall nicht so schlimm wäre, wie wenn unser Fleisch nicht verderbt wäre, wie wenn diese Mächte, die in Epheser 6, Vers 12 stehen, die Bibel redet von Mächten, die in der himmlischen Welt, himmlisch ist jetzt der unterste Himmel, also in der Luftsphäre, zu Hause sind und die letztendlich uns angreifen und sie nennt sie Kosmokratoren, das heißt Beherrscher des Kosmos. Das heißt, diese Dinge sind jetzt ihrer Weise da, wie sie vorher nicht da waren. Und wenn man das jetzt berücksichtigt unter 1. Petrus 5, Vers 7, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und jetzt kommt plötzlich etwas. Der Teufel geht weiterhin umher wie ein brüllender Löwe, aber jetzt benutzt er andere Dinge. Und die kommen massiver auf uns zu und mit so schlimm wie Sorge, oder umdreht, so schlimm wie Sünde, ist Sorge. Weil das, was hier die Bibel schreibt, wir müssen unsere Sorge abwerfen, das ist ja das, wenn das Wirtschaftsgefüge zusammenbricht, dann natürlich geht es dem Menschen an die Existenz. Und jetzt kommt halt das Problem, es wird immer mehr hochstilisiert, dass der Mensch eigentlich mit seinen Bedürfnissen im Mittelpunkt steht, auch bei den Gläubigen. Das heißt, der Teufel hat jetzt alle Mittel, die er vorher nicht hatte, um alle Menschen und auch die Gläubigen massiv anzugehen und sie auch mit Sorge, mit Sünde, mit allem kaputt zu machen. Und jetzt siehst du plötzlich das, was Psalm 84, Vers 7 schreibt, dass das jetzt reell geschieht in einer Art und Weise, die unfassbar ist. Und zwar, die Bibel redet hier von einem Tal der Tränen. Die Alten haben nach der alten Übersetzung das Jammertal gesagt. Das heißt, diese Erde wird immer mehr zum Jammertal. Und man muss das einfach nüchtern sachlich feststellen. Es ist so, es geschehen jetzt die endzeitliche Seuche, es geschehen jetzt die endzeitlichen Katastrophen,
Es geschieht jetzt die endzeitliche Abfallserscheinung und das alles geschieht jetzt vor unseren Augen in einer brutalen Weise. Augenlust, Fleischeslust, Hochmut, alles wird aktiviert und in einer Dimension auf uns losgelassen, die es noch gar nie gab. Und es alles explodiert regelrecht. Jetzt kommt das Problem. Der Mensch gewöhnt sich dran. Warum? Er wird einfach dran gewöhnt. Wenn früher eine Katastrophe war in England, dann haben die Gläubigen das in China nach circa 4 Monaten, falls das Schiff nicht untergegangen ist, erfahren. Später mit der Einführung vom Telegraph und so ging das schneller. Aber früher gab es ungeheure weite Wege. Heute hast du das in 10 Sekunden über den Äther, hast du das in der ganzen Welt verbreitet. Das heißt, es wird jetzt alles blitzschnell propagiert. Du regst dich nicht mehr auf, wenn ein Tsunami ist. Du regst dich als Gläubiger nicht mehr auf, wenn Erdbeben sind von ungeheuren Ausmaßen. Du regst dich nicht mehr auf, wenn Seuche sind, wobei man jetzt streiten kann, ob die Seuche reell sind oder nicht reell sind. Wenn du einfach siehst, dass alles das, was die Endzeit prophezeit hat, jetzt lawinenartig über diesen Erdball schießt, ist mir aufgefallen, dass die Gläubigen nicht mehr reagieren. Warum? Weil sie daran gewöhnt sind. Sie haben nicht begriffen, dass sich nichts geändert hat. Das ist immer noch der Teufel, das ist immer noch meine Sündenatur, das ist immer noch der Sündenfall, das ist immer noch mein verdorbtes Fleisch, das ist immer noch die Aktivität dieser Kosmokratoren, der Finsternismächte, der Dämonen in der unsichtbaren Welt. Das ist immer noch alles gleich, bloß jetzt wird es potenziert, jetzt explodiert es regelrecht und strömt auf mich ein. Und jetzt kommt das Schlimme, dass der Gläubige dann vor Entsetzen aufschreit und sich mit Händen und Füßen wehrt. Das passiert nicht mehr, weil man ihn daran gewöhnt hat. Man hat ihn einfach daran gewöhnt, das ist normal, ist alles normal. Das Einzige, was der Mensch noch ein bisschen so erlangen kann, an Erkenntnis des Hiob 14, der Mensch ist von der Frau geboren, lebt nur kurze Zeit und ist voll Unruhe, wie eine Blume sprießt er auf, verwelkt, gleich einem Schatten flieht er und hat keinen Bestand. Ja, über einen solchen hältst du deine Augen auf und mit mir gehst du ins Gericht. Wie könnte denn ein Reiner von einem Unreinen kommen? Nicht ein einziger. Das kommt ein Punkt, den viele nicht beachtet. Dieses Empfinden, dass das Leben dahingeht wie ein Geschwätz, dass es blitzschnell weggeht, hat unter anderem mit der Unreinheit durch den Sündenfall zu tun. Jetzt ist das klar. Je weiter diese Unreinheit auf uns einströmt, je weniger wir Widerstand leisten und uns hier abschotten und uns hier schützen, je schneller geht auch unser Leben dahin. Wir werden dann in dieser antichristlichen, wie soll ich sagen, Treiberwelle, die Bibel nennt ja der Teufel der Treiber in Daniel 7,25 und dass er die Gläubigen zermürben wird, das bewirkt dann bei den Gläubigen, dass sie hier mitgerissen werden. Und jetzt kommt das Problem, eigentlich das Hauptproblem bei uns Gläubigen, man versucht dann, gegenzusteuern. Ohne sich einfach bewusst zu sein, es ist halt so. Und ich möchte jetzt nur einen Bereich nennen, wo das Gegensteuern ganz massiv ist. Zum Beispiel die Krankheiten explodieren. Also wenn man jetzt zum Beispiel die Medien mal untersucht, dann stellt man fest, du hast ein dauerndes Auftreten von neuen Krankheiten. Ja, du liest in der Zeitung, jetzt kommt die Grippewelle erst. Ja, jetzt in der ersten Phase noch wehren sich die Leute, lassen sich nicht gegen Vogelgrippe impfen. Aber in der zweiten Phase ist das schon nicht mehr so schlimm. Und in der dritten Phase ist schon harmlos. Das heißt, da kommt jetzt alles blitzschnell, Krankheiten, alles Mögliche. Und man tut jetzt so, wie wenn das alles keine Folge des Sündenfalls wäre, auch bei Gläubigen, sondern wie wenn das alles ein Normalzustand wäre. Wir haben jetzt ja gute Dinge, wo wir uns wehren können. Und dann fängt der Gläubige plötzlich an, diese Welt nicht mehr als Todfeind zu sehen. Als der Jesus versucht wird, in Matthäus 4 und Lukas 4, sagt der Teufel zu ihm, diese Reiche der Welt gebe ich dir, wenn du mich anbetest, denn sie sind mir übergeben worden. Der Jesus widerspricht nicht. Wisst ihr, auf was das rausläuft? Auf einen ganz einfachen Punkt. Der Teufel benutzt die endzeitlichen Zustände. Und ich sage jetzt nicht nur die Medien, das sind nicht nur die Medien, da passiert noch was Zweites, dass ein Endzeitmensch geboren wird, laut 2. Timotheus 3, die erste Verse. Er benutzt es, dass ich plötzlich als Gläubiger in dieser Welt, wenn ich
Dinge, die man nicht ändern kann, plötzlich als etwas ansehe, wo ich gegensteuern kann, dann passiert plötzlich etwas, dass ich kein Fremdling mehr auf Erden bin. Ich will plötzlich kein verschrobener Frommer mehr sein. Ich will kein Außenseiter mehr sein. Wo kommt das her? Das kommt von der Beeinflussung durch diese Finsternismächte. Das heißt, der Status eines Gläubigen, gewaschen im Blut des Lammes, abgesondert, in einem Geist zu einem Leib getauft, nicht zu dieser Welt gehören, der wird zerstört durch diese Dinge. Und zwar beginnt dann der Gläubige sich anzupassen. Was macht er? Also ich sage es euch ganz ehrlich, wenn man mir das gesagt hätte vor 20 Jahren, hätte ich wahrscheinlich einen Lachkrampf bekommen. Heute lache ich nicht mehr. Wenn mir je erzählt hätte, dass die Gläubigen, die, auch die entschiedenen Gläubigen, hingehen und krankhaft versuchen, über eine Körperschaft des öffentlichen Rechtes sich an den Staat zu binden, ich hätte es nicht geglaubt. Selbst so Sekte wie die Zeugen Jehovas, die ja letztendlich immer gesagt haben, das ist das antichristliche System, die streben nach der Körperschaft. Du merkst etwas. Und jetzt kommen wir in das totale endzeitliche Szenario hinein. Man versucht, den Menschen einzubinden. Du kannst noch gläubig sein und alles. Aber man versucht, ihn ins System einzubinden. Und jetzt kommt dann das Totale. Irgendwann hast du den Totalstaat, nämlich der antichristliche Staat. Und es ist immer so, auch bei Daniel 2 und 7 an der Spitze des Staates, da steht der Kopf. Gott sagt zum Beispiel beim Standbild zu Nebukadnezar, du bist das goldene Haupt, ich bin aber Einzelperson. Aber dahinter steht der Staat. Und so wird es sein beim Antichristen. Du hast dann letztendlich eine Person, aber der ist eingebettet, das ist nur der Kopf, die Spitze eines staatlichen Gebildes. Und plötzlich haben die Gläubigen keine Angst mehr, keine Berührungsängste vom Staat. Sie haben auch keine Berührungsängste mehr vor gesetzlichen Dingen. Das heißt, wenn es per Gesetz kommt, dann unterwirft man sich dem. Es wird die Stunde kommen, wenn wir uns unterwerfen, können wir unter Umständen die unvergebbare Sünde begehen, wo die Bibel sagt, wer das Mahlzeichen des Tieres annimmt, der wird keine Vergebung bekommen. Wisst ihr, das Problem ist, ich muss weiter feststellen, da ist der Teufel, da ist ein Sündenfall, da ist ein verdorbtes Fleisch, das ist ein System, das dem Teufel gehört. Und ich stecke als Gläubiger mittendrin, bin umzingelt von Kräften und Mächten und meinungsbildenden Medien und auch in der christlichen Welt spielt sich das ab, die immer stärker auf mich eindrängen und einfließen und mein Bewusstsein verändern. Und plötzlich beginnen die Gläubigen sich der Welt anzupassen. Und ich meine jetzt nicht das, was man allgemein mit der Welt meint. Früher haben wir geglaubt, wenn du nicht mehr die fromme Frisur hast oder nicht mehr der Rock, dann bist du weltlich. Das ist gar keine Gefahr. Die Gefahr ist eine ganz andere, viel tödlichere. Und zwar, das ist nur Äußerlichkeit. Aber was als Hauptgefahr da ist, ist, was innen drin in der Gesinnung sich mit der Welt gleichstellt. Und das bewirkt dann nämlich, dass ich noch ganz andere Dinge tue, als die Modefrage verändern. Da passieren ganz andere Dinge. Da kommt dann plötzlich eine Denkweise, die sich mit diesen weltlichen Institutionen gleichstellt. In Taifingen bei uns ist es passiert, da kommt von der Kirche her eine, ich meine jetzt aber nicht, dass die Kirche das sind, dass er mich richtig versteht. Die Freikirche sind genauso schlimm. Das sind alle, die gesamte Christenheit ist hier mit hineingenommen. Aber da kommt jetzt eine Stiftung. Also es geht wieder ums Geld, weil das Geld ist so der heimliche Machtfaktor. Und dann holt man einen alten Präsident oder einen Präsident des Landes. Und dann tut man so, wie wenn das einer der frommen Männer wäre. Der gehört aber ganz sicher nicht zu den Wiedergeborenen, der gehört zu der katholischen Welt. Und das ist das Problem. Man tut plötzlich so, wir sind alle fromm, alle sind doch lieb, es ist doch gar nichts Schlimmes, wir brauchen uns doch gar nicht wehren, es ist doch alles bestens. Das fängt an mit der Bibelübersetzung. Wenn mir die Gläubigen sagen, oh, das ist doch egal, Gott hat es doch gegeben und wir haben doch eine Vielfalt, im Gegensatz zum Herodot, wo es vielleicht 20 Manuskripte gibt, haben wir 5000, das ist alles wunderbar. Wisst ihr, da kommt dieser Gedanke der Wissenschaft, der Gedanke der Welt, der Wissenschaft,
geschlechtliche Grundsatz, Ausbildung ist der entscheidende Faktor. Das heißt, wir machen einfach das Denken dieser Welt zu unserem Denken. Und damit ändern wir die Dinge oder versuchen sie indirekt, ohne es zu wissen, zu ändern. Wir wollen nicht, dass der Teufel uns angreift. Wir wollen nicht, dass wir Sündenatur haben. Wir wollen nicht, dass unsere Sündenatur so reagiert, wie sie reagiert. Wir wollen nicht, dass diese Dinge auf uns einströmen. Und statt, dass wir die biblischen Mittel wählen, wählen wir die Mittel dieser Welt, die der Teufel uns gleichzeitig mit dem Angriff anbietet. Das ist nämlich die große Falle, er greift uns an, treibt uns in die Enge und bietet uns gleichzeitig seine eigenen Mittel an. Ich sage, meine Geschwister, pass mal auf. Albstadt ist wie eine unregistrierte Gemeinde in Russland zur Zeit der Verfolgung. Es muss euch klar sein, wenn ihr euch zu dieser Gemeinde haltet, dann habt ihr bestimmte Nachteile. Zum Beispiel, ihr könnt keine Spendebescheinigungen absetzen. Wenn ihr Geld fürs Reich Gottes geben wollt, habt ihr keinen Vorteil. Das muss euch klar sein. Wisst ihr, und jetzt kommt das, der Staat macht das alles wunderbar schmackhaft. Und da kommen Gesetze, wo man sagt, ja gut, okay, der Gläubige ist der Gesetzgebung untertan, da stehe ich uneingeschränkt dazu, solange diese Gesetzgebung nicht gegen den biblischen Befund geht. Aber jetzt gewöhnt mir die Gläubige daran, dass der Staat das Sagen hat. Wilhelm Busch hat einmal gesagt, wer sagt denn, was Sünde ist? Wisst ihr, jetzt kommt plötzlich etwas, wo man langsam die Gläubige in eine Richtung drängt, wo sie, ohne es zu wollen, die Lösungen dieser Welt annehmen, die Lösungen des Teufels. Und das ist für mich der Höhepunkt der Endzeit, die Gesetzlosigkeit. Wenn ich die Bibel richtig verstehe, muss die Gesetzlosigkeit ein bestimmtes Maß erreicht haben. Und wenn die explodiert ist, dann kommt als Spitze der Gesetzlosigkeit der Gesetzlose, nämlich der Antichrist. Aber es muss zuerst einmal das, was hier noch aufhält, was hier letztendlich noch eine Rolle spielt, muss zerstört werden. Das sind alle diese Dinge, die geistlich der biblische Weg geht und die biblische Dinge wollen, die werden zerstört. Und das passiert heute. Du hast zum Beispiel gerade bei den Bibelübersetzungen, wenn zum Beispiel in Johannes 6, Vers 47 steht, und wer eine Bibel hat, wo das weg ist, dann ist es vielleicht Zeit, dass du sie wechselst. Wenn dann steht, wer an mich glaubt und das an mich ist weggelassen, dann ist das so ein radikal brutaler Eingriff in einen inspirierten Bibeltext, der die Person Jesu betrifft, wo jeder Spaß aufhört. Ich stelle fest, die Gläubigen merken das nicht. Sie diskutieren mit mir, aber das ist doch wissenschaftlich, empirisch untersucht. Dann muss ich sagen, nö, es gibt einen Vertrag zwischen dem Vatikan und den protestantischen Bibelübersetzungen. Ich habe den, ich besitze ihn. Ich habe ihn auf seltsame Wege bekommen, weil die Württembergische Bibelgesellschaft hat mir gesagt, sie haben ein Problem, sie findet ihn zurzeit nicht. Naja. Inzwischen hat ihn aber jemand gefunden und der liegt bei mir auf dem Tisch und in dem Vertrag steht glasklar drin, dass der Vatikan, Rom, die Todfeinde der wahren Gläubigen, mit den protestantischen Bibelgesellschaften eine Vereinbarung treffen, dass bei Übersetzungen nicht mehr ein vollständiger alter Text, wie ihn die Väter hatten, benutzt werden darf oder soll, sondern ein Text, der letztendlich kritisch verdorbt und wissenschaftlich ist, genauso wie das, was hier alles kommt. Das heißt, auf allen Ebenen. Jetzt sind es nicht die nicht wiedergeborenen Gläubige, das sind führende Leute. Ich könnte euch jetzt eine Kette von Namen sagen, von führenden Leuten, die hier in die Falle getappt sind. Ich könnte euch viele sagen, die auf den anderen Ebenen alle in die gleiche Falle tappen. Einmal hier bei den Bibelübersetzungen, dann beim Verhältnis zum Staat, dann bei dem, was sie zulassen, dann bei dem, wo sie biblische Ordnungen aufgeben. Wisst ihr, wo kommt das her? Das kommt nicht aus dem hohlen Bauch, sondern das kommt daher, dass der Teufel das, was man nicht ändern kann, was als Dauerbedrohung da ist, in unseren Köpfen einfach kaschiert hat. Er hat es eingeebnet, dass der Gläubige nicht mehr darauf reagiert, wie er reagieren soll. Und selbst wenn der Gläubige erschrickt und sich dagegen wehren will, dann kriegt er eine Lösung, die wiederum nicht biblisch ist, sondern vom Teufel, wie er darauf reagieren soll. Wie können wir es uns erklären, dass in der Nähe von Darmstadt oder in Darmstadt ein führendes, früher ganz frommes Missionswerk, im Wald finden wir ihre kleine Boxe, wo sie ihre Bibelverschen drin haben, dass die nicht nur einen Wünschelrutengänger auf ihrem Gebiet hatten,
sondern dass die auch tatsächlich einen Atombunker gebaut haben. Du musst sagen, Entschuldigung, was willst du mit dem Atombunker? Glaubst du, dass du, ich hatte einen Kollegen, der hat das auch geglaubt, dass du mit dem Atombunker die Endzeit überlebst? Man lacht vielleicht, aber in Wirklichkeit ist dieses Denken, genau diese Falle, wo man Dinge ändern will, instinktiv, die man nicht ändern kann. Wir haben auch diskutiert. Jetzt sage ich es mal vorsichtig. Albstadt, ich habe es schon mal erzählt, ist relativ nahe an militärische Anlage. Glaubt man ja nicht, also Hinterland, aber das ist wirklich so. Wenn Gott es zulässt, in den endzeitlichen Kriegen, dass hier Atombomben fällt, sind wir alle tot. Alle. Jetzt muss ich einfach sagen, Atombomben, wenn ich jetzt einen Atombunker hätte, ich komme dann raus nach 4 Wochen und lebe noch, ja, was soll das? So, müsst ihr einfach darauf reagieren und sagen, sagt die Bibel, du sollst einen Atombunker bauen, sagt die Bibel, du sollst einen Zufluchtsort suchen, sagt die Bibel, du sollst das tun. Wisst ihr, jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wir haben gelesen, 1. Korinther 4, Vers 6. Da steht im 6. Vers wörtlich, dass wir nicht über das Geschriebene hinausgehen sollen. Steht ihr? Und wir haben uns daran gewöhnt, dass das Geschriebene gar keine Rolle mehr spielt. Was gibt es für schöne Auslegungen? Ich hatte einen Bruder, der hat mir jedes Jahr, wenn ich ihn getroffen habe, hat er mir ein Buch über Endzeit geschenkt, mindestens eins. Die waren meistens unter Umständen mal 7 Zentimeter dick. Und wenn ich die Bücher alle untersuche, dann stelle ich fest, dass alle diese Bücher genau diesen Ansatz wählen. Warum? Man geht von dem, was die Bibel als Lösung sagt, weg. Und da gehört natürlich auch zu, nochmal zu der Krankheitsfrage, dass man einfach hingeht und sich letztendlich dann auf Alternativmedizin einlässt. Ich habe nichts gegen Naturmedizin. Aber wisst ihr, wenn ich irgendeine Medizin habe, wo mir jemand wissenschaftlich nachweist, dass sie nur noch aus Wasser besteht und dass die Heilwirkung geschieht, weil da irgendein Guru, und die Gurus sind heute promovierte Ärzte, die sich diesen Dingen öffnet, das einfach schüttelt und glaubt, dass kosmische Energie reinkommt, der wird wirklich geheilt. Wer hat ihn geheilt? Sicher nicht der Herr Jesus. Der ist sicher nicht durch Medizin geheilt worden. Wer hat ihn geheilt? Wer hat die geheilt, deren Krücken in Lourdes in der Grotte hängen, die wirklich Wunder erlebt haben? Wer hat die Wunder getan? Ich glaube, brauche nicht reden, wer das getan hat. Es gibt Erfinsterniswelt, gibt es Dinge, die auf uns einströmen. Und sobald wir nicht mehr biblisch denken, sondern langsam anfangen, uns diesen Dingen zu öffnen, dann werden wir ergriffen, dann werden wir von diesen Dingen zerstört und gepackt. Und ich sage so, da hat man gar keine Chance, sich irgendwo zu wehren, wenn man nicht zurückgeht auf den biblischen Befund. Und das ist der entscheidende Punkt. Nicht über das Geschriebene hinauszugehen. Diese ganzen Endzeitbücher, die haben alle einen Fehler. Alle. Ich sage keine Namen. Die haben alle einen Fehler. Ein einziger, ein ganz kleiner. Apostelgeschichte 2, Vers 42 sagt, es blieben die Gläubigen in der Lehre der Apostel. Wir haben zweimal, ich habe mich riesig gefreut, in den bisherigen Verkündigungen 2. Petrus 3, Vers 2 gehört. Und dort steht drin, dass der Herr Jesus nach der Auferstehung den Aposteln und Propheten ganz klar gesagt hat, was sie aufschreiben sollen. Das heißt, ich habe in den Lehrbriefen, das ist nämlich die Lehre der Apostel, habe ich letztendlich die Erklärung. Wenn ich jetzt ein Endzeitbuch kaufe, dann ist die Offenbarung im Mittelpunkt. Oder der Prophet Daniel, oder irgendwas. Wisst ihr, die Frage zum Beispiel, wann die Entrückung ist, die darf sich ein Gläubiger, der sich an den biblischen Befund hält, gar nicht stellen. Weil in 2. Thessalonicher 2 sehen wir, so Gott will, morgen Abend, die Bibel ganz klar sagt, die Entrückung kann nicht geschehen, wenn nicht der Antichrist geoffenbart ist. Das steht da glasklar. Also ist das gar kein Thema. Aber ihr merkt etwas, auch die frömmsten Kreise beginnen von dem biblischen Befund einfach wegzugehen. Und wenn dann zum Beispiel die Offenbarung als Ganzes ihrer Lehrmeinung entspricht, dann wird die genommen. Wenn der Daniel ihrer Lehrmeinung entspricht, dann wird er genommen.
Und ich sage zu den Leuten immer, ich wiederhole das, wir Maschine. Ich sage immer, zeige es mir aus den Lehrbriefen, zeige es mir aus den Lehrbriefen. Sag ich, die Lehrbriefe erklären das andere. Ich muss von den Lehrbriefen her das Alte Testament lesen, die Evangelien, die Apostelgeschichte und die Offenbarung. Ich nehme das ernst, was in 2. Petrus 3, Vers 2 steht. Wenn da steht, Jesus hat die Apostel ganz genau gesagt, was sie schreiben sollen. Dann haben die Lehrbriefe eine ganz andere Gewalt. Die Evangelie, die Offenbarung der Daniel, das ganze Alte Testament ist genauso inspiriert, genauso wichtig. Aber die Bibel sagt, das ist praktisch der Indikator, das ist der Auslöser, den begreifst du es. Wenn wir jetzt hingehen würden und alle diese Fragen, da gehört Krankheit dazu, wisst ihr, dann kommen die frommen Leute und wenn es halt von Israel kommt, dann glauben wir sowieso alles. Ich bin Freund des Volkes Israel, aber ich glaube nur lange nicht alles, weil jemand Jude ist oder weil er aus Israel kommt. Und dann sagt man, ja, im Alten Testament ist der wahre Gläubige nicht krank geworden. 2. Mose 15, Vers 26. Aber in 2. Könige 13, Vers 14 steht, Elia starb an der Krankheit, in der er sterben sollte. Da muss man einfach feststellen und sagen, halt, Gläubige, wir haben ein Problem. Zum Beispiel sagt die Bibel, Sprüche 25, 28, dass der Mensch keine Selbstbeherrschung hat, dass er keine Kontrolle hat, auch der Fromme nicht, wenn er nicht im Geiste wandelt. Wenn er nämlich im Fleische wandelt, ist er genauso unkontrolliert wie jeder andere. Wir haben den Fakt, dass Gott im Daniel 2, 7 mit Einschüben, 11 und ähnliches die gesamte Weltgeschichte klassifiziert hat. Und dass er mit diesen drei Reichen, Babylon, Medo-Persien, Griechenland, mit Diadochereiche, praktisch zeigt, wie diese Reiche dieser Welt funktionieren, um zu zeigen, dass wenn der Stein losbricht, er diese alle zerstören wird. Und damit ist doch klar, und das siehst du auch an den Begebenheiten, drei Männer im Feuerofen, solange du im System dieser anderen drei Reiche, dieses Blockes der Weltgeschichte drin bist, bist du ein Fremdling, bist du ein Sonderling, bist du ein Abgesonderter, gehörst du nicht dazu. Und der Jesus sagt, Johannes 15, 19, die Feindschaft dieser Welt ist der Normalzustand. Wisst ihr, wir tun immer, wie wenn die Welt nicht mehr unser Feind wäre. Und die Bibel sagt, das Evangelium ist laut 1. Korinther 1, 23 ein Ärgernis. Und er sagt, jetzt schicke ich euch wie Schafe unter die Wölfe. Matthäus 10, 16. Und ich habe immer den Eindruck, heute sind die Gläubigen wie Showstars, die ins Publikum gehen. Nicht Schafe, die unter die Wölfe gehen, sondern wie Showstars, die ihr Publikum bedienen. Wer nicht akzeptiert, dass eine Gemeinde eine Gemeinde ist, wer nicht akzeptiert, dass in dieser Gemeinde andere Regeln, andere Gesetze gelten, wer nicht akzeptiert, dass in dieser Gemeinde nur um Jesus und sein Blut geht, um den Erlöser, soll ich ehrlich sagen, was ich von denen Leute halte, die trotzdem kommen, sie sollen fortbleiben. Alle. Das ist ein Problem. Oh, sagt mein Bruder zu mir, dann kommen die Leute nicht mehr. Ich sage, Entschuldigung, dann kommen die halt nicht mehr. Wenn ich vor Gott sauber bin, ist mir das egal, ob die Leute kommen. Ihr begreift. Ich freue mich, wenn die Leute erweckt werden, wenn sie kommen, wenn sie angesprochen werden. Aber ich mache doch keinen Kompromiss wegen die Leute. Sonst mache ich das, was ich nicht ändern kann, dass die Welt mein Feind ist, dass die Welt mich als Gläubiger hasst, dass der Teufel mich angreift, dass ich ein verdorbtes Fleisch habe, dass meine Sündenatur ein Angriffsszenario des Teufels zulässt. Dann tue ich, wie wenn das alles nicht wäre. Und wenn ich dann plötzlich den Gläubigen noch sage, zum Beispiel bestimmte Lehren, bestimmte Methoden, wie wenn ich damit die Selbstbeherrschung, die man laut Bibel nicht hat im Fleisch, dass ich die produzieren könnte, dann liefere ich mich dem Teufel auf den Präsentierteller. Und wenn ich so tue, wie wenn jetzt die Gesetzlosigkeit nicht schon da wäre, Entschuldigung, Geschwister, was soll noch abfallen? Was soll noch abfallen? Mir fällt nicht mehr viel ein. Es ist alles passiert. Die Gesetzlosigkeit ist eine Realität. Das ist einfach Fakt. Eines der frömmsten Bücher, einer der frömmsten Männer, der hat in Amerika, in Deutschland Erfolge ohne Ende mit seinen Endzeitbüchern, schreibt es seinem Ehebuch. Und wenn du dein Kind bei der Voruntersuchung als behindert erkennst und du kannst es vom Gewissen, dann treib es ab. Wisst ihr, was es ist? Das ist ein teuflischer Scharlatan.
Ist aber in der frommen Welt inzwischen ein angesehener Mann. Wisst ihr, das ist das Problem. Wir müssen zurück auf einen ganz primitiven Nenner, zu dem wir laut Offenbarung 13 langsam sehen, was sich hier zusammenbraut. Ja, Entschuldigung, wie stark muss der UN noch werden? Wie stark muss Europa, das Weib auf dem Tier, das ist keine Frage biblisch von der Prophetie, wie stark muss das noch alles werden? Die ganze europäische Gesetze schaltet die deutsche Gesetze inzwischen völlig aus und in anderen Ländern auch so. Wie stark muss das noch werden, das alles? Wie verrückt müssen die Medien noch auf uns einwirken? Wie viel muss noch von diesem Geldsystem, das ja sowieso faul ist bis in die Wurzel, wie viel muss noch zusammenbrechen, bis der letzte Gläubige begreift, ich bin Fremdling auf dieser Erde. Ich hänge nur vom Herrn Jesus ab. Von diesem System habe ich nichts mehr zu erwarten. Das ist der Punkt. Und auf den letztendlich setzt der Teufel, dass ich meine Erwartungen auf was anderes setze, als auf den biblischen Weg, auf Jesus allein. Und dann wird es gefährlich. Zu mir hat mein Bruder gesagt, und ich habe ihn wegen was überführt von, gerade von den Bibelübersetzungen, guckt er mich ganz entsetzt an und sagt, du hast doch nicht studiert. Kennt ihr den Vers? Da steht in der Bibel. Und er gesagt, Entschuldigung, was soll das Geschwätz? Ist das Problem ist, man geht nach den Dingen dieser Welt. Und jetzt ist die Frage, was soll ich tun? Was soll ich jetzt tun? Wie reagiere ich geistlich richtig, ohne die Ehrgebote des Teufels in Anspruch zu nehmen und damit praktisch Dinge ändern zu wollen, die ich gar nicht ändern kann? Ich kann manche Sachen nicht ändern. Wie soll ich reagieren? Wenn wir jetzt mal wie kleine Kinder an der Schrift entlang gehen und uns einfach 2, 3, 4, 5, 6, 7 Dinge vergegenwärtigen. In Johannes 14, Vers 30 sagt da Jesus was ganz Einfaches. Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt und in mir hat er nichts. In mir hat er nichts. Jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Wisst ihr, wo der sicherste Platz auf dieser Erde ist? Nicht im Atombunker. Nicht ihre ganz kleine verschworene Gemeinschaft, die sich heimlich zum Gebet trifft. Nee, das ist genauso gefährlich. Sondern, wenn das einmal wirklich zuschlägt, das Endzeitszenario, werden die Verräter aus allen Gruppen aufstehen. Ihr werdet dran denken, es wird passieren. Ist beim Watchmen nie, ist bei allen passiert bisher. Der sicherste Platz ist für mich privat. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt. Es wird nur verlangt, dass einer treu ist. Das haben wir in der Einleitung gehört. Gott will nur treue Leute. Und er will, dass diese Leute nicht über das Geschriebene hinausgehen, die völlig vor ihm stehen. Paulus sagt, vor Gott in Christus. Und hier steht, in mir hat er nichts. Es gibt nur einen sicheren Platz und das ist die Stellung in Christus. Das heißt, ich muss mein ganzes geistliches Leben darauf ausrichten. Und es ist mir aufgefallen, niemand predigt es mehr. Das hat vielleicht der Watchman nie übertrieben, seine Bücher, aber niemand predigt es heute mehr, dass man die Leute sagt, du musst in ihm bleiben. Du musst in Christus bleiben. Du musst im Geiste wandeln. Du musst in ihm bleiben. Dann passiert dir nichts. Vollschutz. Vollschutz gegen alles das, was auf mich einströmt, in Christus. Jetzt sagt die Bibel, aus dieser Haltung raus, 1. Petrus 5, Vers 7, widerstehen, steht dort, muss ich Widerstand leisten. Und ich habe etwas, was die Welt nicht hat und was auch die fromme Welt nicht hat, Hebräer 10, 10. Wir haben ein vollkommenes Opfer. Und jetzt kommen wir zum Punkt, wo es anfängt, ans Eingemachte der Gläubigen zu gehen. Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, und zwar ein für alle Mal. Das heißt, Gott hat uns nur ein vollkommenes Opfer gegeben. Du findest auch immer bei entschiedenen Gläubigen, ja, wenn du meiner Lehre glaubst oder meiner Auslegung, ja, wenn du mir praktisch zustimmst, dann bist du auf der richtigen Fährte. Ich muss sagen, Entschuldigung, Gott hat uns ein Opfer gegeben. Zuerst einmal muss ich auf mich selber aufpassen. Paulus sagt zu Timotheus, ihre eindeutige Weise, habe Acht auf dich selbst, Komma ist das von mir, und auf die Lehre. Das ist immer zuerst auf mich selber und dann auf die Lehre. Manchmal wird so gesagt, wie du nur meine Lehre teilst, dann bist du in Ordnung. Stimmt nicht.
In Ordnung bin ich, wenn ich selber auf mich aufpasse, wie es die Bibel sagt. Und selber auf mich aufpasse heißt, nicht über das Geschriebene hinauszugehen, sondern hier, aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, und zwar ein für alle Mal. Das heißt, Gott hat mir nichts gegeben, gar nichts, kein Frömmigkeitsstil, gar nichts, was zur vollen Erlösung wirkt, außer dem vollkommenen Opfer. Jetzt musst du anfangen, die Gläubigen zu untersuchen. Wisst ihr, ich kriege ja viele Blätter. Viele Blätter. Meistens schmeiße ich einen Dreckeimer. Wenn du die durchguckst, dann bist du manchmal entsetzt, wie fromm die sind und trotzdem das vollkommene Opfer nicht anbieten. Sie verweisen nicht aufs vollkommene Opfer, sondern sie verweisen auf lauter frommes Szenarios, sie verweisen auf ihre Bücher, sie verweisen auf ihre Lehrsätze, sie verweisen auf ihre Arbeit. Aber wo hast du Leute, die nur sagen, völlige Sicherheit in Christus, außerhalb der Person Jesu, keine Sicherheit? Damit ist auch die Frage der Unverlierbarkeit des Heils vollkommen erledigt. Ein Gläubiger kann abfallen, sagt die Bibel glasklar. Und ich sage es jetzt mal vorsichtig, wisst ihr, wenn man dann nicht über das Geschriebene hinausgeht, dann ist man an diesen Punkten eigentlich vom Gewissen her gebunden. Sobald ich aber glaube, was meine Bewegung, meine Gemeinde, meine geistlichen Väter sagen, dann bin ich wieder in der Falle. Das heißt, ich habe in der Endzeit nur eine Chance, indem ich vollkommen das mache, was die Bibel sagt. Ich lehne diese ganzen Dinge dieser Welt im geistlichen Bereich ab. Die Bibel sagt zum Beispiel nicht, was ich für ein Auto fahre. So, sagt sie nicht. Aber sie sagt im Geistlichen, was ich für Mittel nehmen soll und welche ich nicht nehmen soll. Das sagt sie glasklar. Und wenn jetzt die Gläubige beginnen, plötzlich sich bewusst zu werden, ich habe nur Schutz in dieser Endzeit, auch gegen diese Medien, auch alles, was auf mich einstreift, in ihm, in der Person Jesu. Man hat früher gesagt, sei mal ganz ehrlich sein, man hat früher gesagt, wenn du dich bekehrst, dann musst du deinen Bücherschrank aufräumen. Und das war so fast ein Hobby, auch in unseren Kreisen, dass man durch den Bücherschrank gegangen ist. Das Buch raus, jenes Buch raus, das ist ein Dreckeimer. Wisst ihr, was ich festgestellt habe? Ich habe mehr aufgeräumt wie alle anderen, viel mehr. Ja, wisst ihr, was dann später war? Später habe ich teilweise die Bücher wieder gekauft. Wisst ihr, wo das herkam? Die Lehre des Aufräumens ist nicht die Lösung, sondern das in Christus bleiben. Solange ich im Geiste wandle, kaufe ich die nicht mehr. Aber selbst wenn ich die Lehre habe und ganz radikal bin und nicht mehr im Geiste wandle, das heißt nicht in Christus bleibe, dann falle ich genau wieder in das rein. Ist gar keine Frage. Wo mir das erste Mal passiert ist, hatte ich einen Schock. Und ich habe es dann hinterher wieder weggeworfen, gell? Weil der Herr meint ja immer das Gleiche. Wenn er sagt, wirf es weg, dann meint er schon so. Aber ihr begreift, was ich meine. Das vollkommene Opfer, der Wandel in Christus, er allein, das ist der Garant. Und nicht die Lehren, was ich tun soll. Und nicht meine Strenge und nicht meine Härte und nicht diese ganzen Dinge. Ist euch klar, was das ist, was ich jetzt beschreibe, wenn man das anders macht? Wisst ihr, was das ist? Biblisch. Antichristlich. Das ist klar. Es ist anstelle des Christus. Das ist alles antichristlich. Der antichristliche Geist bringt immer Dinge, die der Herr Jesus ersetzt, die nicht notwendig man hat, in ihm zu bleiben, die nicht vom vollkommenen Opfer ausgeht, die nicht von der Wiedergeburt, von der Errettung, wo ich das ganze Paket begonnen habe, zu erleben, von dem ausgehend, sondern die geht von anderen Dingen aus. Das bringt mir immer fromme Lösungen. Und die frömmste Lösung und der frömmste Ersatz kann völlig antichristlich sein. Wenn ich die ganze antichristliche Thematik aus meinem Schädel rauswerfen will, dann muss ich zurückkehren, Jesus allein, die Schrift allein, das vollkommene Opfer allein. Nicht wie die Reformatoren das gesagt haben, die vier allein, die haben das selber nicht gemacht. Hätte die das getan, was sie geschrieben hätten, wären weniger Menschen umgekommen. Das ist auch Fakt. Sondern ganz einfach, was sagt die Bibel, was ich tun soll? Kolosser 1,13 zum Beispiel sagt die Bibel, du bist versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Du bist versetzt in ein anderes Reich. Und jetzt komme ich als Gläubiger und bin mir das erste Mal bewusst, Karl Hermann,
Es wird sich nie ändern, dass die anderen dich für einen Spinner halten. Es wird sich nie ändern, dass die fromme Welt vielleicht auch über dich spottet. Bei mir hat es in Taifeng, ich kriege es ja mit über diese Gerüchte, hat er gesagt, der Kaufmann, was ist das für ein, ah, das ist ein 200-Prozentiger, das ist ein dummes Geschwätz. Es gibt keine 100- oder 200-Prozentigen, sondern es ist einfach so, wenn du Gott wirklich dienen willst, wirst du Spott auf dich ziehen. Sobald du nämlich nur noch Jesus allein nichts anderes erbietest. Wisst ihr, auch die Seelsorgepraxis. Ich hatte Leute, die kommen zu mir in die Seelsorge und dann erwartet sie, dass ich sie niederknien lasse. Nein, Mann. Dass ich meine Hand in Vollmacht über sie schwinge und gewaltig bete und diesen Mächten vielleicht sogar gebiete und ihnen die Vergebung zuspreche. So erwartet die. Ist antichristlich. Wisst ihr, was ich mache? Ich schreibe einen Zettel, einen ganz kleinen Zettel, schreibe drauf 5 Bibelstellen, druck sie denen in die Hand und sage, geh heim und tue es. Merkt der Unterschied? In dem Moment hat der ein Problem. Weil er muss jetzt aufgrund von Bibelstellen das mit dem Herr Jesus allein regeln. Das ist biblisch. Im anderen Fall ersetze ich dem seine Haltung Jesus gegenüber durch meine Methoden. Das ist antichristlich. Und das ist ein Punkt, wo man nie drüber predigt, dass das antichristlich ist. Wisst ihr, die Medien sind antichristlich, da brauchen wir nicht streiten. Die völlige Verderbtheit der heutigen Zeitgeist-Situation, dass alles, was Gott verboten hat, letztlich erlaubt wird, das ist auch antichristlich, ist alles antichristlich. Aber genauso antichristlich ist es, Medien oder Mittel oder auch geistliche Dinge zu nehmen, die Gott mir nicht gegeben hat. Warum sagt denn Paulus in 1. Korinther 2, er hat nichts, eine Botschaft außer das Kreuz? Was ist das Kreuz? Im Kolosserbrief steht, durch das Blut des Kreuzes. Das heißt, das vergossene Blut reicht aus, um mich von jeder Sünde vollständig zu reinigen. Das Kreuz, in dem ich mit Christus begraben und auferstanden bin, reicht aus, um meine Sündenatur zu brechen. Entschuldigung, ich brauche keine Seelsorge, ich brauche keine Jüngerschaftskurse, ich brauche das alles gar nicht. Das ist alles letztendlich in gewisser Weise, wenn es eine bestimmte Ebene erreicht, ich sage ausdrücklich, wenn es eine bestimmte Ebene erreicht, antichristlich. Weil es nämlich Christus ersetzt, der Mensch muss nicht mehr sich selber mit Jesus auseinandersetzen, sondern er macht es praktisch mit Methoden. Und dann wirkt die wirken ja teilweise. Und dann glaubt er, dass er vor Gott in Ordnung ist. Und ist schon lange in der Falle. Wenn dann die Endzeitfalle mal richtig zuschlägt, dann werden diese Leute aufwachen mit Entsetzen. Anders kann man es nicht beschreiben. Wisst ihr, von daher, in ihm der völlige Schutz, das vollkommene Opfer, die Doppelbotschaft des Kreuzes, das Blut für meine Sünde, das Kreuz für meine Sündenatur, die Tatsache, dass ich ein Fremdling auf dieser Erde bin. Ich habe keine Hoffnung für unsere Gemeinde, dass wir einen Weg finden, wo wir angesehen sind in dieser Welt. Ich finde immer mehr Gemeinden, die wollen angesehen sein in dieser Welt. Das geht gar nicht. Wenn ich frage, wollt ihr angesehen sein? Nein. Es ist etwas, das steckt im Fleisch drin, im Sündenfall, in mir drin. Und jetzt sagt die Bibel ganz klar, ich brauche das vollkommene Opfer und nicht andere Mittel. Das lehrt die Bibel glasklar. Studiert doch mal die Lehrbriefe und sagt mir, wo alle diese Dinge, die auch die Gläubigen tun, wo die teilweise steht. Mir ist aufgefallen, dass wir ganz viele Dinge tun. Wir haben Praktiken, wo ich sagen muss, Entschuldigung, hat das der Heilige Geist bei der Inspiration der Bibel vergessen? Warum stehen die nicht in den Lehrbriefen? Wisst ihr, ich habe das beim Pfingstler durchschaut, die Geistestaufe steht nicht in den Lehrbriefen. Dort steht, wir sind alle in einem Geist zu einem Leben getauft. Es ist jeder Geist getauft, da habe ich es durchschaut. Beim Sabbat ist klar, niemand soll euch richten wegen dem Sabbat. Mehr steht nicht in den Lehrbriefen. Das sind so eindeutige Dinge. Aber es kommen viele, viele Praktiken der Gläubigen, die nicht in den Lehrbriefen stehen. Die wir mit Leidenschaft treiben, mehr wie das, was die Bibel uns anordnet. Und wissen nicht, dass wir bereits im antichristlichen Geist auf den Leim gegangen sind. Das ist eine Falle von einer Hinterhältigkeit, die atemberaubend ist. Indem wir einfach so tun, wie wenn die Dinge, die man nicht ändern kann, gar nicht so wären. Ich kann jetzt reagieren. 2. Korinther 6, 14. Die Bibel sagt was ganz Einfaches.
Sie sagt hier, zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Das heißt, arbeitet nicht mit ihnen zusammen. Da gehört auch die Ehe dazu, dass man klipp und klar sagt, und das predigen wir heute nicht mehr. Man muss deine Leute sagen, Sexualität vor der Ehe ist Sünde. Und wenn du einen Ungläubigen heiratest, ist es Sünde. Du spielst mit deinem ewigen Leben. Und ich gehe nicht verloren, weil ich bestimmte Lehrsätze nicht letztendlich akzeptiere, sondern ich gehe im Zweifelsfall verloren, weil ich immer Jesus davonlaufe und in den Abfall gehe. Und hier sagt die Bibel ganz klar, du darfst mit denen nicht im selben Joch ziehen. Also dich einspannen lassen. Ich muss den Leuten sagen, weh, du heiratest einen Ungläubigen. Wir haben ein Mädchen gehabt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Die hat daheim Kampf ohne Ende gehabt. Hat sich gegen die gesamte Familie gestellt, als sich bekehrt hat. Hat sich taufen lassen, war ein brennendes Gotteskind. Heute ist sie weg. Wisst ihr warum? Da kann das Dümmste, was einem jungen Mädchen passieren kann, ist ihr begegnet. Der falsche junge Mann. Ein Gottloser. Die ist weg. Wisst ihr, da war zuerst schon mal gar nichts falsch. Aber wenn du dich dann fragst, warum? Wir müssen den Leuten sagen, du bist ein Fremdling. Du gehörst nicht zu dieser Welt. Alles, was da draußen ist, ist dein Todfeind. Ich habe deine Schwester schon manchmal gesagt, meistens die Schwester. Nicht immer, aber manchmal. Ich habe ihnen gesagt, was machst du, wenn dein Mann ein Betrüger ist und das Finanzamt betrügt und du musst die Steuererklärung unterschreiben? Hast du jedes Jahr, hast du im Januar, Februar, hast du Ärger und Zirkus ohne Ende. Und wenn du dann deine Schwester in die Augen guckst, die schon 20 Jahre mit einem Ungläubigen verheiratet sind, dann siehst du den wissenden Blick, sie wissen, was ich meine. Wisst ihr, das Problem ist ja ganz einfach. Die Bibel sagt, du bist ein Fremdling, ein Fremdling, ein Fremdling, ein Fremdling. Ohne Bürgerrecht auf dieser Welt. Du hast hier nichts zu suchen. Du bist in die himmlischen Örter mit Christus versetzt. In dir ist etwas, das aus der himmlischen Welt ist und du bist hier im teuflischen System. Und jetzt hast du nur eine Chance, nicht über das Geschriebene hinauszugehen, treu zu sein und im biblischen Befund zu bleiben. Das ist der einzige Weg, dem antichristlichen Geist langfristig aus dem Weg zu gehen. Du hast keine Chance. Wo ich es erstmal gehört habe, dass ein Bruder gesagt hat, wenn du geistlich die falschen Mittel annimmst, ist es antichristlich, habe ich gedacht, der spinnt. Aber im Laufe der Jahre bin ich dahinter gekommen, der hat recht. Und was sagt jetzt die Bibel? Sie sagt, du bist ein Fremdling, jetzt wehr dich. Wie? Epheser 6 mit der Waffenrüstung. Kennt ihr Seelsorgebücher? In welchem Seelsorgebuch wird beschrieben, es gibt nur ein Mittel, sich gegen die Finsternismächte, gegen die eigene Natur, gegen alles zu wehren, und zwar die Waffenrüstung. Wo steht das? Ja, es gibt manche, aber in der Masse sind sie völlig anders. Sie bringen andere Ansätze. Die Bibel sagt, du musst die Waffenrüstung anziehen, der Helm des Heils. Du musst ja schon mal klar sein, dass du gerettet bist. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit, das heißt, du musst im Lichte wandeln, dass du letztendlich in keiner Sünde lebst, dass du nicht anklagbar bist. Der Schild des Glaubens, du musst in kindlichem Glauben, der vom Heiligen Geist gewirkt ist, ein richtig biblischer Glaube, musst du abwehren. Du musst das Schwert des Geistes nehmen, um die Mächte zurückzuschlagen. Und du hast den Gürtel, du bist umgürtet mit Wahrheit, im Lichte zu wandeln. Und du hast die Füße gestiefelt, um letztendlich auch zu evangelisieren. Das ist alles, was Gott will. Ist euch klar, dass Gott nicht mehr will? Und ich bin inzwischen zum Schluss gekommen. Lauheit ist auch schlimm. Nur, ich habe festgestellt, jeder ehrliche Gläubige, der lau ist oder Kompromisse macht, der weiß das. Der hat ein schlechtes Gewissen. Und von Zeit zu Zeit kommen die Gläubigen und bekennen das. Und ich habe es auch schon bekennen müssen. Aber ich habe noch nie erlebt, wenn jemand zu den falschen Mitteln greift, aus den falschen frommen Mitteln, wenn er übers Geschriebene rausgeht, ich kenne keinen Fall, wo jemand zurückkam. Keinen. Erschüttert mich unendlich. Keinen. Die kommen nicht zurück. Jetzt ist die Frage für mich, was soll ich tun? Die Bibel sagt zum Beispiel, die Freude im Herrn ist meine Stärke. Philipper 4, 4. Jetzt kommen wir zu dem Punkt. Was hat Gott verordnet für den Gläubiger in dieser Welt? Wo soll die Quelle seiner Freude sein? Der Jesus allein. Wisst ihr, jetzt werde ich plötzlich verengt. Ich freue mich auch im Gebirge, immer Sonnenaufgang und dem allem, obwohl ich ja weiß, dass das Matterhorn von Gott nicht geschaffen wurde. Das ist ja schade. Wäre doch eine schöne Schöpfung. Ist nur eine Sentimentverschiebung der Sintflut. Aber selbst bei so einem Chaos
Vorkommnis, wie bei der Sintflut geschehen, wunderbare Dinge. Gott kann dann noch wunderbare Dinge hervorbringen. Aber eines ist mir auch glasklar, ich kann mich in dem allem freuen, aber eins ist klar, die letzte Zufriedenheit meines Herzens, die letzte Stabilität, die mir dann auch die Sicherheit und die Gewissheit gibt, wenn Verfolgung kommt, dass ich widerstehen kann, das ist mein Verhältnis zu meinem Jesus. Dass sein Friede mein Herz vollkommen beherrscht. Dass das geistliche Leben da ist, weil ich im Geiste wandle. Wieso? Jetzt kommt der Punkt. Wo bin ich geistlich, dass ich sage es jetzt einmal ungeschützt, auf alles, was hier geschieht, eifersüchtig reagiere bei mir selber, ob hier irgendetwas ist, das mich aus der Haltung oder aus der Stellung in Christus rauswirft. Wo ich Eifersucht, dass meine Waffenrüstung, meine Durchschlagskraft nicht durchschlägt. Wisst ihr, mir ist aufgefallen, dass die Gläubigen sich daran gewöhnt haben, dass es nicht funktioniert, dass sie nicht zurückschlagen können, dass sie nicht letztendlich hier den Sieg behalten. Dass es einfach nicht geht. Man hat sich daran gewöhnt. Wisst ihr, wenn ich sehe, wie die Gläubigen das akzeptieren, dass Gott die Gebete nicht erhört, dann bin ich schon. Wo ist ein Gläubiger, der sich auf den Boden wirft vor Gott und weint wie ein kleines Kind, Herr, warum erhörst du meine Gebete nicht? Man hat sich daran gewöhnt, dass er es nicht erhört. Man hat daran gewöhnt, dass man nicht in Christus bleibt. Man hat sich daran gewöhnt, dass man einfach andere Mittel nimmt. Man hat sich daran gewöhnt, dass man einfach Wege geht, die letztendlich biblisch nicht gegeben sind. Aber sie sind ja auch nicht falsch. Doch, sie sind falsch. Im Geistlichen ist jeder Weg, der nicht beschrieben ist in der Heiligen Schrift, falsch und führt zu antichristlichen Ansätzen. Wenn wir jetzt das tun würden, so radikal hier hingehen und nur noch Galater 5, 22 erwarten würde, die Frucht des Geistes, dass alles von Herrn Jesus, alles von seinem Opfer kommt, und wir uns nur noch in diesen Linien bewegen würden. Ich bin überzeugt, dass 80% der geistlichen Arbeiten, 80% der Missionswerke, 80%, also ich übertreibe es jetzt bewusst, aber Großteil auch der Missionare, die würden alle aufgeben müssen, weil es alles nicht echt ist. Mir hat ein Missionar ins Gesicht drehen und gesagt, weißt, ich habe gar keine, Gott hat mich nie berufen. Ich habe es nur gemacht, weil er schriftstark geht hin. Wir haben uns einfach daran gewöhnt, dass wir Mittel nehmen dürfen, die die Bibel uns nicht vorgibt. Das heißt, jetzt kommen wir zum vielleicht zentralen Punkt. Nachdem die Bibel sagt, Galater 6, 14, du bist der Welt durch das Kreuz Christi gekreuzigt und die Welt fängt an, mich anzugreifen. Dann muss ich zum Kreuz. Die Leute gehen in die Seelsorge, statt zum Kreuz. Sie gehen zum Menschen, statt zu Jesus. Verflucht sei, wer sich auf Menschen verlässt. Jeremia 17, ab Vers 5. Wisst ihr, das ist das Problem. Hat uns einfach daran gewöhnt, dass man diese Mittel, die biblisch gegeben sind, nicht nimmt. Darf ich eine ganz böse Frage stellen? Kennst du als Gläubiger diese Mittel? Kennst du sie überhaupt? Epheser 1, 17 sagt, Gott muss dir das offenbaren. Du brauchst also vor Gott praktisch eine geistliche Gesinnung, dass du aus der Heiligen Schrift diese Dinge erkennst. Und dann das Nächste, was die Bibel sagt, dass du es von Herzen tust. Und bist du bereit, alles, was nicht geschrieben steht, wegzuwerfen, nicht zu tun? In 1. Thessalonicher 4, 1 sagt die Bibel, dass ihr wisst, wie ihr dem Herrn gefallen sollt. Ich bin tief überzeugt, der Weg dem Lamme nach, auch der Weg durch die Endzeit, dir das alles, was ich nicht ändern kann, nur unendlich verstärkt und mich eigentlich letztendlich passiv in diese Rolle reindrängt, dass ich zu den anderen Mitteln greife, das ist letztendlich etwas, wo die Bibel sagt, wie wir dem Herrn gefallen sollen. Ich bin tief überzeugt. Das, was der Martin uns gelesen hat, die ersten 6 Verse vom 1. Korintherbrief, Kapitel 4. Wenn wir das tun, dann werden wir das Wohlgefallen des Herrn haben, wir werden überleben, es wird uns nichts passieren. Wisst ihr, jetzt kommen wir zur letzten Bibelstelle, die mich nochmal tief erschüttert. Offenbarung 12, 10 und Folgevers. Nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus, denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben, da steht Psyche, ihr Seelenleben, nicht geliebt bis in den Tod. Beinhaltet auch körperlich, also auch Martyrium. Aber zuerst einmal, sie haben ihr eigenes Leben nicht gelebt. Jetzt sagt die Bibel,
Die Bibel ist eigentlich einfach. Sie sagt nicht Jüngerschaftsschule, Seelsorgekurse, Konferenzen im Sinne von, dass du, wie so heute hast, Konferenzen nur für Führungskräfte, Konferenzen, kommt immer mehr, mit allem Möglichen, mit Galadines. Das, was wir hier machen, ist was ganz Einfaches. Wir treffen uns als Gläubige, das ist nochmal was anderes, und versuchen einfach, die Schrift zu untersuchen. Und wenn die Bibel jetzt hier sagt, eigentlich kannst du das alles überwinden, alle Dinge, die du nicht ändern kannst, kannst du besiegen, wenn du hingehst und dich reinigen lässt durch Jesu Blut in aller Tiefe. Wenn du dein Seelenleben nicht liebst, sondern nur das, was Gott dir sagt, annimmst und nicht da rumzaufelst und hier versuchst rumzueiern und auszuweichen. Und wenn du dich zum Herrn Jesus ganz offen bekennst, die drei Dinge reichen, um zu überwinden. Hat der Heilige Geist Dinge vergessen? Nein, hier steht glasklar, das reicht. Ich muss mir die Frage stellen und ihr müsst euch die Frage stellen, reicht es mir auch? Bin ich mit dem zufrieden? Nur die Bibel? Nur vollkommenes Opfer? Nur die geistlichen Mittel des vollkommenen Opfers, das vergossene Blut, der gebrochene Leib, das mit Christus gekreuzigt sei, in ihm zu bleiben, im Geiste zu wandeln, diese einfachen Mittel, nur das, nicht mehr? Ja. Dass diese Dinge manchmal unfrommer sind, als wenn ich über jemand wie der Naaman es wollte, die Hand schwinge und große bombastische fromme Rede loslasse, ist auch klar. Bloß meine bombastische Rede würde nichts bewirken. Geht er aber wirklich zum Herr Jesus, derjenige oder diejenige, und schreit zu ihm und tut das, was die Bibel sagt, dann wird er frei, kriegt Sieg und überwindet. Ich habe die Hoffnung auf so eine Konferenz. Nachdem wir ja, das ist ja bekannt, in der dritten Erscheinungsform des Reiches Gottes sind. Das erste war die Verheißung, das zweite war die Gegenwart Jesus, das dritte ist Christus in euch, das vierte ist Christus wieder da im tausendjährigen Reich und das fünfte ist die Ewigkeit, wo der Herr Jesus gegenwärtig ist. Immer dort, wo der König ist, ist Reich. Das heißt, jetzt bin ich in der dritten Erscheinungsform. Das heißt, das Reich Gottes ist inwendig in mir, Christus in mir, ist alles drin. Das ist das ganze Paket. Jetzt brauche ich nur noch mit diesem elenden Herzen, das ja von der Bibel her sünderverseucht ist, mit diesem elenden Herzen, mir Jesus gegenüber die richtige Haltung einnehmen und diese antichristlichen Ersatzangebote. Nochmal, alles, was der Herr Jesus ersetzt, auch im Geistlichen, ist antichristlich. Das ist alles ablehnen und nur diese biblischen Mittel nehmen und zu Füßen Jesu liegen und zu ihm schreien. Und wenn ich das tue, dann sagt die Bibel, dann wirst du überwinden. Man kann das nicht mit der Willensentscheidung für so eine Konferenz tun, sondern es braucht eine gewisse Anstrengung, zu Hause vor der Heiligen Schrift mit offenem Herzen zum Herrn Jesus zu sagen, Herr, zeig mir, wie das bei mir ist. Was muss ich tun? Es fängt schon an, allein der Befund bei sich selber festzustellen, dass der Herr Jesus mehr braucht wie alles andere. Wenn das vor der Konferenz her übrig bleibt, dass das klar ist, Jesus allein. Sei Wort allein, sei Opfer allein, sollst gar nichts. Und die heilige Willensentscheidung, alles, was das überschreitet, die Grenze rauszuwerfen, nicht anzunehmen und als antichristlich abzuweisen. Wenn das jemand tut, dann wird er überwinden. Aber ich will euch warnen. Ich bin kein Narr. Mit dieser Haltung macht ihr euch im christlichen Lager Feinde. Mit dieser Haltung macht ihr euch in der Welt Feinde, ihr werdet Feindschaft kriegen, viel mehr als ihr jetzt habt. Solange ihr mitspielt, will niemand was von euch. Wehe, wenn ihr auf die biblische Schiene geht. Aber ihr habt das Wohlgefallen des Herrn. Und ich denke, das wiegt es hundertfach auf. Ich möchte beten zum Schluss. Jesus, wir beten dich an, der du die Himmel verlassen hast, der du deine göttliche Gestalt niedergelegt hast, nicht deine Gottheit, Mensch geworden bist, wie wir, dieses kostbare und teure Blut vergossen hast, dein Leib hast brechen lassen ans Kreuznagel, auf das wir mit dir gekreuzigt sind, der du dieses vollkommene Opfer gebracht hast, dass du uns die Gnade gegeben hast, diese wunderbare heilige Schrift zu haben, die uns die ganze Vorbereitung der Erlösung zeigt, die uns deine Ausführung zeigt in die Evangelien, die uns zeigt, wie die Apostel es vorangetrieben haben, die uns vor allem die Beschreibung gibt in die Lehrbriefe, wie wir das verstehen sollen und die uns in der Offenbarung zeigt, wie es enden wird. Gib uns einfach Gnade, ich bitte es für mich, für uns alle.
hilf uns, jede Form von antichristlicher Verführung, jede Form, wo antichristlicher Geist uns auch fromm in eine Falle gelockt hat, rauszuwerfen und zu deinen Füßen zu liegen, wie Maria es tat, zu dir zu schreien und letztendlich nichts zu erwarten, außer von dir allein und deinem vollkommenen Opfer. Dass auch der Verkläger uns nicht mehr verklagen kann, dass unser Gewissen strahlend hell ist und rein ist und dass wir frei sind und wirklich ungebundene Menschen, die dir, dem Lamme, folgen. So wie die drei Männer im Feuerofen, von außen vielleicht furchtbare Zustände, innerlich völlige Freiheit. Und der vierte, der dabei ist, der bist du. Gib uns einfach Gnade, dass das bei uns geschehen möge. Amen. Ja, lasst uns gemeinsam singen. Antwort auch für uns. 410. Herr, habe Acht auf mich.